Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Freut mich sehr. Heute habe ich eine fixe, einfache Bastelidee aus Heißkleberpatronen für euch, für dich. Und das wirkt dann so wie so ein Kirchenfenster. Kann man in jeder Größe machen, ob klein, ob groß, deine Größe geht. Einfach. Ich zeige dir, wie die Vorlagen gehen, die du dann auch selber noch erarbeiten kannst. Aber es gibt auch Vorlagen von mir im Video. Man braucht nicht viel: Heißklebepistole, Heißklebepatronen, ein Backpapier, ohne das geht es nicht, und noch eine Unterlage, am besten eine dicke Pappe oder ein Zeichenblock oder solche Sachen. So, und wie einfach das geht, das möchte ich dir ganz gerne jetzt zeigen, und auch die Schablonen. Wir brauchen ein Backpapier als Unterlage, damit nichts anklebt. Dann vielleicht noch eine dicke Pappe im Zeichenblock, weil es ein bisschen heiß wird, unten drunter. Einfach drunter schieben. Dann eine Vorlage. Ich habe hier ein DIN-A5 Blatt. Und dann habe ich mir überlegt, was immer schön ist, ein Herz. So, so wäre es natürlich zu langweilig. So, dann machen wir noch ein Innenherz. Und dann bekommt das Herz noch ein paar Schnörkse. Es muss ja auch zusammenhalten. Und so entstehen immer meine Vorlagen, weil ich die selber mache. Dazu gibt es dann natürlich ein Foto, könnt ihr einen Screenshot machen oder auch Standbild am Bildschirm und mit Butterbrotpapier abpauschen. So, dann kann man das offen lassen, wenn man möchte. Das hält. Oder wir machen auch noch ein Muster hinein. Das wiegt dann dadurch wie 3D. So, und wer es aufhängen möchte, machen wir hier oben noch einen Aufhänger dran. Aber man kann es auch einfach durchfädeln dann durch die Öffnung. Und ein zweites noch dazu, und dann kann man das in jeder Größe ausdrucken und als Vorlage nehmen. Deswegen ein dicker Stift, ein dunkler Stift, es kommt unter das Backpapier drunter. Und das ist wirklich ganz easy. Mit größeren Kindern kann man das auch machen, kleinere Kinder. Dann muss man eine spezielle Heißklebe haben, die niedergerollt ist, also die gar nicht heiß wird. Gibt es auch. So, und dann warten wir mal, bis es heiß genug ist, bis wir anfangen können mit dem Verzieren, Ausfüllen, Umranden. So, und jetzt füllen wir aus. Es ist immer besser zu ziehen als zu schieben. Also das heißt, wir fangen oben an. Wenn man den Ständer ausklappt, kann man die erste Linie ganz gut setzen. Dann muss man wegmachen, sonst verwischt man sich das. So, dann geht man ganz langsam an die äußeren ran und zieht sich, ohne abzusetzen, die Ränder. Der ist wirklich schön gleichmäßig und lässt sich auch gut
mit dem Handgriff ziehen. So. Immer außen anfangen. So 2-3 mm vom Blatt weg. Nicht. Das war jetzt nichts, also das nächste schon. Nachher, wenn so ein bisschen unschön Rand ist, kann man das mit der Schere noch mal ein bisschen zuschneiden. Das ist gar kein Problem. So, weiter geht's. Mehr Kleber braucht dann der Aufhänger, wenn du es nicht durchziehen möchtest. Wenn du weißen Heißkleber hast, Patrone, ist es auch eine tolle Idee, wenn es noch heiß ist, immer zwischendurch Glitzer einzustreuen, wenn du möchtest. Aber auch auf dem Backpapier erkalten lassen und dann das Glitzer, was nicht klebt, auf jeden Fall wiederverwenden. Kann man dann mit dem Backpapier ins Röhrchen oder Kästchen wieder zurückschütten. Nicht in Abfluss oder so ganz schlimm, Mikroplastik ist es dann. Dann zerknüllen und ein Hausmüll. Bitte drauf achten. So. Jetzt, wie gesagt, alles ausfüllen. Das ganze Muster. Und dann auskühlen lassen. So, man kann es so filigran lassen. Oder man nimmt dann einfach einen transparenten Klebestift, Patrone, und füllt noch aus. Man kann es oben drüber flächig setzen, wenn es abgekühlt ist. Ne? Flächig setzen oder wirklich die Zwischenräume ausfüllen. Muss nicht sein, kann man machen. Füllt man es nicht aus, dann wirklich gute, kräftige Ränder ziehen. Aber man kann das auch jederzeit wieder nachholen. Wenn es einem so nicht gefällt, einfach auf Backpapier gelegt und nachgeholt das Ganze. So, und dann sieht das aus wie so ein Kirchenfenster. Das kann man auch noch beleuchten, kann man eine LED-Lichterkette dranhängen. Und. So, und das würde ich dann eine Stunde liegen lassen, wenn es komplett fertig ist. Und dann ist die Bastelei auch schon fertig. Alles Liebe, lasst es euch gut ergehen, bleibt schön gesund. Noch viel, viel mehr findest du in meinem Kanal. Basteleien, Häkeln, Stricken, Weihnachtswerkstatt, Krippenfiguren, Basteln und mit und für Kinder, Blumenwerkstatt. Chevy-Schick, Upcycling, Lebensmittelretter und. Für jeden Monat des Jahres ganz besondere Ideen von mir, für dich, für euch. So, und jetzt eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe und bis wieder mal. Tschüss.